News. Hier sind wir wieder und ihr seht, wir sind hier im bayerischen Look, aber wir sind trotzdem in Mühlburg und zwar auf der Mühlburger Kerwe Tag 1. Jawohl. Und warum sind wir in diesem Look? Weil Mühlburg immer die erste Geige spielen will und deswegen haben wir gesagt, wir eröffnen das Oktoberfest in Mühlburg. So, und was war heute los? Es war jede Menge los, obwohl das Wetter nicht so gut war, war eine Riesenstimmung. Bürgermeister Lenz hat ja den Fassanstich gemacht. Dann hatten wir die historische, hilf mir mal. Bürgerwehr, die historische Bürgerwehr. Und dann war Tobias Knack. Der war richtig Hammer, ein Bauchredner. Aber ich sage jetzt mal gar nicht viel dazu, denn wir haben einen kurzen oder auch einen längeren Ausschnitt für euch. Und ich sage einfach mal, viel Spaß dabei. Gefallen, dass es heißt, dass wir in Mühlburg irgendwelche ausländerfeindliche Parolen oder sonst etwas schwingen, weil das stimmt nicht. In Mühlburg sind wir nicht ausländerfeindlich, weil sonst würde ich nicht hier oben stehen als Italiener, als Bürgervereinsvorsitzender. Das möchte ich jetzt hier mal klipp und klar sagen. Die Mühlburger sind nicht ausländerfeindlich, ganz bestimmt nicht. Lieber Wurschtel, vielen, vielen lieben Dank für 38 Jahre Treue. Und ich habe es immer wieder gesagt und ich sage es heute auch wieder, mancher Stadtteil wäre froh, er hätte einen Wurschtel. Mühlburg ist froh, dass er hat. Wenn ich nach Mühlburg komme, dann ist eines völlig klar, dann gibt es ein Hauptwort, das über Ihnen steht, das über Sie steht, über alle, die sich im Stadtteil engagieren, die heute Abend nicht auf dem Sofa sitzen geblieben sind, neudeutsch Coach Potato genannt oder so ähnlich. Stimmt es? Ja? Deswegen herzlichen Dank auch im Namen des Bürgervereins, dass Sie alle trotz des schlechten Wetters gekommen sind. Und das Hauptwort, das darüber steht, heißt natürlich Engagement. Und das gleich dreimal. Und ich sage Ihnen auch warum. Erstens ist fantastisch, dass Sie jetzt da sind. Zweitens, dass sich die meisten von Ihnen beteiligen. Und zwar jetzt ganz gleich, wo in Ihrem Stadtteilprozess. Sie machen nämlich mit Massimo Farini an der Spitze nicht nur eine tolle Stadtteilpolitik, sondern vor allen Dingen eine Engagementpolitik, die für die ganze Stadt Bedeutung hat. Er hat es ebenso flapsig etwas locker gesagt. Mühlburg ist stark, wir sind klasse. Und ich sage Ihnen, Herr Farini, Sie sind vor allem deshalb klasse, und Sie haben das Beispiel genannt, dass Sie Dinge anpacken, nicht jammern, sich leiten, wenn es schwierig ist. Und ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Stadt unterwegs, nicht immer in der Rolle wie heute Abend als Anstecher eines Fasses, sondern ihr habt schon das ein oder andere Problem in den letzten 20 Jahren gelöst. Ich sage nur, soziale Herausforderungen hier ganz um die Ecke und das eben unter Beteiligung von Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen sage ich auch gerne ein paar Worte zum Griesbachhaus. Es war einfach fantastisch, die große Bürgerversammlung, alles auf den Tisch. Die 400 Leute werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen, aber ich werde auch die 15 nicht vergessen, dann in der Folgeveranstaltung, wo man gesehen hat, okay, das funktioniert, das klappt. Sie alle sehen, was die Weltpolitik zurzeit gerade mit sich bringt und Sie alle sagen, okay, es muss jetzt wieder etwas ruhiger werden um das Griesbachhaus. Und ich denke, mit Frank Mentrup an der Spitze, mit den Stadträtinnen und Stadträten, die heute auch zum Teil hier sind, kriegen wir das auch wieder hin, dass Stuttgart versteht, was an der Stelle geleistet werden muss. Und deswegen, lieber Herr Farini, wir sind ja immer permanent in Kontakt, das kriegen wir auch wieder hin, dass es so funktioniert, wie es funktioniert hat. Dafür stehe ich ein, obwohl ich überhaupt nicht zuständig bin. Aber das machen Sie nicht. Sie fragen nicht, ob Sie zuständig sind. Wir im Rathaus fragen nicht, ob wir zuständig sind. Es sind Menschen da, es sind keine Schuhkartons, es sind Menschen da, die eben unsere Hilfe bedürfen. Und das kriegen wir auch alle wieder hin. Der Raimund Horzel guckt jetzt mit großer Sorgenmiene.
denn auch er hat in Dachsland eine Herausforderung, die er nicht zu verantworten hat, die Stadt Karlsruhe nicht zu verantworten hat. Aber es ist gerade egal, wer es zu verantworten hat. Die Menschen brauchen ein menschenwürdiges Wohnen und dafür seid ihr. Und das ist einfach so ein absolutes Vorbild. Deswegen mein Dank an alle Initiativen, die im Griesbachhaus, die um das Griesbachhaus herum hier einfach tatkräftig helfen und nicht fragen, wer ist schuld, wieso ist das alles. Nur eins ist klar, es muss auch wieder Normalität kommen und mit Ihnen kommt wieder Normalität, denn Sie haben einen Bürgervereinsvorsitzenden wie manch andere auch, der im Rathaus Gehör findet und ich glaube, das ist das zweite Ihres Engagements, was ich heute sagen will, ist tatsächlich wichtig ist, dass man bei uns Gehör findet im Rathaus und mit Ihrem Bürgervereinsvorsitzenden klappt es hervorragend. So, jetzt hoffe ich, dass der Fassanstich auch hervorragend klappt. Wir sind heute Abend hier in Karlsruhe Mühlburg, um ein schönes Lied zu singen. Singen ich? Nee! Also gesagt, das ist nicht ganz einfach. Ja, du auch nicht. Finger, du singst mit mir ein Lied. Nee, der Arzt hat es mir verboten. Verboten? Warum denn das? Der hat gesagt, ich habe eine Organverschiebung. Organverschiebung? Ja. Aber was soll das sein? Das habe ich noch nie gehört. Ja, der Arzt hat gesagt, deine Leber ist ein Arsch. Also, wegen dem kann man trotzdem singen. Ja, na gut, gell? Richard, pass auf. Du singst mit mir das schöne Lied, was wir immer zusammen gesungen haben. Und zwar den schönen Titel, aber dich gibt's nur einmal für mich. Alles klar? Nee, das ist schlecht. Warum ist denn das schlecht? Ich sing das Lied zum Kotzen. Richard. Pass mal auf, wir machen das mit Belohnung. Also wenn du das Lied mit mir singst, ja. dann kriegst du von mir 5 Dosen Fisch. 10 Dosen Fisch. 10, das ist Erpressung. Nee, das ist Landwirtschaft. Ein Jäger auf Kopfball, der reicht durch den grünen Wald und schießt das Bild daher, gleich wie es dir gefällt. Heidi, Heidu, Heidi, sie ist die Jägerin, ja, wie der grüne Heidi, ja. Ja, das ist der Jäger aus Kopfalz, meine Damen und Herren. Ja, das ist es. Schau mal. Wir beachten das, aber der Jäger aus Kopfalz, was kaum jemand weiß, ist, dass das ein internationaler Hit ist. Also den kennt man wirklich auf der ganzen Welt. Ja? Wenn Sie beispielsweise nach Russland gehen, Sie steigen in ein Taxi ein und der hat das Radio an, dann kann es sein, dass Sie den Jäger aufkommen, weil Sie auch in Russland hören. Nur da klingt er natürlich ein kleines bisschen anders. Russischer eben. Jäger auf Kurpfalz, er reitet durch den grünen, grünen Wald, schießt das Wild daher, ein bisschen gefällt. Hey, 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 Heaven's dream is time. Long,
Also ihr habt es gesehen, super Stimmung, wirklich, wirklich tolle Künstler auf der Bühne. Und jetzt gerade eben haben Against the Wind noch ihre Show abgezogen. Against the Wind, das ist schon fast die Hausband hier auf der Mühlburger Kerbe. Ja, und wie geht es weiter? Morgen geht es weiter mit Sandra Maria German und natürlich um 20 Uhr Teddy Berger, Rock'n'Roll vom Feinsten. Vorher noch gibt es einen Kerbelauf, wir haben den Flohmarkt und. Kommt einfach auf die Mühlburger Kerbe, es wird richtig toll. Und ja, ich sage jetzt einfach tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Und ich habe die drei Mädchen, die nehme ich jetzt mit und dann trinken wir noch was. Also, ciao.